So Leute, und auch hier nur eine kurze Aufnahme. Ups, das wollte ich gar nicht. Wir wollten, wo geht's denn hier raus? Ich glaube, hier geht's raus. Ja, wie gesagt, auch hier nur eine kurze Aufnahme. Da ist die Karte. So. Ah, kleine Umgewöhnung. Automatisch speichern. Okay, da erwartet uns jetzt bestimmt ein neuer Abschnitt des Spiels. Ja, Kapitel 2, Reise zum Statthalter. Wie gesagt, auch hier nur eine kurze Aufnahme, denn heute drängt die Zeit ein wenig und ja, deswegen nur eine ganz kurze Aufnahme hier, aber ich versuche so weit wie möglich mit euch voranzukommen, damit wir nicht alles nochmal spielen müssen, beziehungsweise dann nicht wieder 1000 Parts brauchen, hier einigermaßen durchzukommen. Ui, der geht aber richtig ab, der gute Mann. Ich kämpfe doch mit, oder? Ist das? Das ist doch Eden. Oder Eden, oder? Keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Also ist doch Eden. Und wir haben Stufe 5 im Nahkampf erreicht. So ist das natürlich so langsam richtig besser. Viel besser. Weil ich momentan irgendwie nicht verstehe, wo Gion drin hat. Gion, du hast dich getrunken, ne? Also was Gion da treibt, das weiß ich irgendwie noch nicht, aber... wo war das denn mit dem... Das ist aufgenommen. Hier scheint momentan noch nicht so ganz. Moment, Leute, jetzt muss ich aber noch mal kurz in den Optionen gucken, was das Tastenkürzel für Schnelltaste für die ganze Gruppe ist. Alle Gruppen mit Steuerung A. Okay, probieren wir es mal. Ah, okay. Gut, dann lassen wir unseren als Hauptcharakter, unseren Helden, und gehen jetzt mal gemütlich weiter nach hier oben. Dann schicken wir auch endlich mal was. Und weiter geht's. Ja, ich muss sagen, da habe ich mich ein bisschen an Dragon Age gewöhnt. Wo dann die ganze Gruppe automatisch mitkämpft. Das ist hier wohl nicht so ganz der Fall, habe ich festgestellt. So im Nachhinein. Ja. Gut, so was soll's. Steinwerfer, aha. Und wir haben es irgendwie alle auf die gute Ulora gesehen. Ich hoffe nur, ich weiß jetzt gar nicht, was passiert, wenn einer stirbt aus unserer Gruppe. Wiedererwecken Schriftzeichen. Ja Leute, greift ihr an. Ach, diese Angewohnheit. Na, das Hackeball nehmen wir mal mit. Ich glaube, wir kämpfen mal nun so. Und die gute Lore geht uns gleich drauf. Denn ich weiß nicht, irgendwie die muss, aber ich kann mich am meisten hier momentan einstecken. Aber was haben die denn mit der guten Frau hier? So. Ja gut, ich meine, wer auch vorangeht, denn der verdient es eigentlich nicht anders. Ah, jetzt geht's. Verfolgungsmodus deaktivieren. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen einfach... Karamba. Lass uns die Lore in Ruhe. Damit ich von hinten draufballern kann. So. Man halt irgendwie alle. Lore hat schon 2 Tanken erreicht, okay? Das ist natürlich gut. Dann das da noch. Und dann gehen wir mal weiter über die Brücke. Also ich laufe jetzt einfach mal blindlings halt zurück. Da liegt noch Gold.
Gold lasse ich nicht liegen. So, braves Mädchen. Das ist Gion, der da lang läuft, okay. So. Nach Westrin Cross und Funkelhöhle. Ich habe momentan aber irgendwie keine Ahnung, wo wir lang müssen. Gletschertal? Das Gletschertal ist da lang, okay. Leute, wieso ist das Plätzchen? Das gefällt mir gar nicht. Gesundheitstank, Gesundheitstank. Gold, Gold, Lederrüstung, gut. Die Tür scheint, diese Tür scheint zu klemmen. Okay. Gut, wenn die Tür klemmt, dann müssen wir uns eben einen anderen Weg suchen. Ja, bleibt uns wohl nicht viel übrig, ne? Mach das auch, Leute. Ich muss sagen, mit den 55 Leben, die kriegen wir momentan echt gut platt hier. Oh, was ist das denn? Was auch immer. Was hat denn dieser gute Mann hier zu sagen? Na toll. Ja, was soll ich sagen? Er hat keine Stimme. Bin ich froh, wieder ein menschliches Wesen zu sehen. Meine Truppe und ich versuchten, vor den Krux zu fliehen, als sie die Funkelhöhle überrannten. Da jedoch der Pass nach Stonebridge versperrt war, blieb uns nur Vesrin Cross als einziger Ausweg. Das war vielleicht ein schrecklicher Fehler. Na gut, was hast du uns denn noch zu sagen? Wir hatten mehr als die Hälfte des Weges geschafft, aber diese achtbeinigen Schrecken strömten plötzlich aus ihren Höhlengängen hinter den Wänden. Wir rannten so schnell wie konnten, aber ihre Schreie waren ohrenbetäubend. Warum muss dies gerade mir widerfahren? Warum nur? Ja, kriegst einen Keks. Wie gesagt, ich weiß nicht, haben wir Gions Bericht? Nein, okay. Gut, dann, ja, ich greife das mal an. Ulora scheint wieder schön geradeaus vorauszugehen. Trifft sich alles gut, diese blöde Kuh. Die am wenigsten drauf hat, die geht voraus. Gute Idee. Vesrin Cross. So, dann starten wir unser Abenteuer mal hier nach unten rein. Und hier seht ihr schon diese achtbeinigen Schrecken, die beschrieben wurden. Es handelt sich wohl, ja, der Vermutung nach um Spinnen. Wir wählen mal wieder alle aus. Wo geht's denn? Da geht's lang. So, genau, hier haben wir nämlich die Spinnen. Also achtbeinigen Schrecken. Die übrigens sehr schön zerplatzen, meiner Meinung nach. Und die haben grünes Schleim, Blue oder so ähnlich. Was auch immer das sein möge. 44 Gold, die lassen wir nicht liegen. Laura geht wieder schön voraus als Bogenschütze. Das ist einfach sehr gut, die blöde Kuh. Aber gut, dass sie nicht so ganz hell in der Birne ist, das haben wir auch schon festgestellt. Und hier oben, das was ihr hier seht, diese komische Spinnennetzbrücke, die werden... Sowas wird noch sehr ätzend. Hauen wir erstmal das Ding. Und da seht ihr sie schon. Da seht ihr die kleinen Kollegen schon. Diese Mistviecher, diese Elenden. So, und da hinten kommen sie runter. Das heißt, wir können uns eigentlich schon direkt hier hinstellen. Irgendwas ballert da schon wieder auf uns. Ah, seht ihr, der Esel kämpft sogar auch mit. Das ist ja cool. So, zuerst den Schaman, dann die wandelnden Leichen hier. Das ist ja echt cool, der Esel kämpft mit. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. So, dann nehmen wir die Skelette hier noch mit. Ja, ich sag's mal so. Was man killen kann, kann man killen. Schließlich Waffenerfahrung und somit ist das immer ganz gut. Und Ulora muss schon wieder tierisch einstecken, diese blöde Kuh, denn sie... Naja. Egal. Regen wir uns nicht weit über sie auf. Alter Leichnam, das ist wohl was Stärkeres. Gequält Leichnam. Aha, okay. 34, die ist wohl noch so zur Hälfte vorhanden. Auch nicht übel. Da ist eine Truhe. Die
Ah, okay. Nun gut. Ach, tut mir leid, dass ich immer ans Mikrofon gekommen bin. Aber was soll ich sagen? Also wir stehen hier momentan einigermaßen sicher und somit würde ich auch direkt sagen, wir speichern das Spiel, denn wie gesagt, es ist nur wenig Zeit für Aufnahmen. Und ja, dann würde ich auch gleich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme und das war's für diese. Tschüssili!